Hallo, ich bin Dominik von testfazit.de. Hier ein kurzes Videofazit zum ESGE Zauberstab M160 hier in der Jubiläumsedition. Für viele sind Zauberstäbe der Marke ESG die Stabmixer schlechthin. Schon seit vielen Jahren werden diese Pürierstäbe in diesem Design gefertigt. Kritiker würden monieren, dass das Design etwas altbacken ausschaut. Der Zauberstab ist recht schwer und fühlt sich etwas klobig an. Dafür macht er aber einen sehr robusten und langlebigen Eindruck. Geliefert wird neben dem eigentlichen Zauberstab noch ein einfacher Mixbecher, eine Wandhalterung und zwei Aufsätze. Die Handhabung des ESGE Zauberstabs unterscheidet sich von modernen Geräten. So ist beispielsweise sein Pürierfuß nicht abnehmbar. Er ist auch nicht Spülmaschinen geeignet und muss daher von Hand gereinigt werden. Ein anderer Unterschied ist, wie man die Aufsätze wechselt. Beim Zauberstab wechselt man nämlich nur das eigentliche Messer. Im Lieferumfang befinden sich ein Multimesser zum Pürieren und Zerkleinern und eine Schlagscheibe, um beispielsweise Sahne zu schlagen. Beim Wechsel der Messer muss darauf geachtet werden, dass diese kleine Einkerbung hier genau auf diesen kleinen Stift hier drauf gesetzt wird. So. Hat man das Prinzip einmal verstanden, funktioniert der Wechsel recht einfach. Das Wichtigste bei einem Stabmixer ist die Leistung beim Pürieren und Zerkleinern. Auch der ESGE Zauberstab muss beweisen, dass er mit seinem nur 160 Watt starken Motor genug Leistungsreserven hat, um die gängigsten Aufgaben in der Küche zu erledigen. Dazu habe ich hier tiefgefrorene Erdbeeren und werde nun etwas Milch dazugeben, um dann einen Milchshake herzustellen. Ich fange an auf Stufe 1 und werde dann später auf Stufe 2 wechseln. So, wie man erkennen konnte, hat der Zauberstab alle gefrorenen Erdbeeren problemlos zerkleinert. Das dauert natürlich ein bisschen. Es waren auch große Erdbeeren dabei, aber man erkennt, dass die Masse relativ homogen ist. Es gibt keine großen Erdbeerstücken mehr und es ist ein leckerer Milchshake. Für den zweiten Praxisteil, das Schlagen von Schlagsahne, kommt die im Lieferumfang enthaltene Schlagscheibe zum Einsatz. So, das Schlagen ging relativ schnell. Bevor ich Butter bekomme, höre ich lieber auf. So, wie man gesehen hat, es spritzt ein wenig, aber die Schlagsahne ist schön fest. Gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Der Zauberstab sieht so aus, wie Küchengeräte früher ausgesehen haben. Entweder das gefällt einem oder eben nicht. Dafür ist er aber sehr robust und stabil verarbeitet. Auch beim Zerkleinern und Pürieren kann er problemlos mit modernen Stabmixern mithalten. Einziger Kritikpunkt ist der recht hohe Preis. In unserem Test auf testfazit.de war er der teuerste Stabmixer. Den ausführlichen Testbericht inklusive Bildern zu diesem Stabmixer oder zu anderen aktuellen Modellen finden Sie hier auf YouTube über den Link in der Videobeschreibung oder unter www.testfazit.de/Stabmixer. Hat Ihnen dieses Video weitergeholfen? Würde ich mich über ein Like oder Daumen hoch sehr freuen.